Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, und da möchte ich es mir nicht nehmen lassen, besonders eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis heute Morgen begrüßen zu dürfen. Ja, man muss was für seine Wiederwahl tun, meine Damen und Herren. Sie kommen aus Isernhagen, Sie kommen aus der Wedemark und Sie kommen aus Wunsdorf. Meine Damen und Herren, bei dem Antrag der AfD muss man dreierlei tun. Erstens mal sich die Frage stellen, was steht im Antrag drin? Das ist selbstverständlich. Zum Zweiten muss man sich die Frage stellen, was steht da alles falsch drin? Und zum Dritten muss man sich die Frage stellen, was steht eigentlich alles gar nicht drin? Zu dem Ersten, was steht im Antrag? Das haben wir eben schon so ein bisschen gehört. Die AfD kritisiert, dass seit Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in 2014 im BGB geregelte Widerrufsrecht der Verbraucher und die damit verbundenen Informationspflichten der Werkunternehmer, das heißt der Handwerker. Die Forderungen haben Sie eben von Herrn Müller vernommen, deswegen möchte ich die jetzt nicht noch mal wiederholen. Interessant ist auch die Frage, wie werden diese Forderungen begründet? Und auch das wurde kurz eben angerissen. Nach Auffassung der AfD führen Widerrufsrecht und Informationspflichten, ich zitiere, zu einem unverhältnismäßigen Zuwachs an bürokratischen Anforderungen. Mit markigen Worten wie Vielzahl an Bürokratie, Konvolut an Informationspflichten, Bürokratielitanei malt die AfD das Bild, dass infolge dieser ausufernden Bürokratiepflichten der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gänze gefährdet sei. Man könnte glauben, der Untergang des Abendlandes stehe bevor. Meine Damen und Herren, damit eins ganz klar ist und wir uns hier nicht missverstehen, auch für uns ist Bürokratieabbau ein Herzensthema. Die Große Koalition hat deshalb in der letzten Wahlperiode eine Bürokratiebremse eingeführt. Bei jedem neuen Regelungsvorhaben müssen in gleichem Maße Belastungen abgebaut werden, das heißt one in, one out, das kennen Sie alles. Und damit wird auch ein Anstieg bürokratischer Belastungen für die Wirtschaft vermieden. Und das funktioniert übrigens ausgesprochen gut. Auch in dieser Wahlperiode wollen wir Bürokratieabbau weiter voranbringen, unter anderem durch 1:1 Umsetzung von EU-Vorgaben, durch Vereinheitlichung von Schwellenwerten und – hören Sie doch einfach mal einen Augenblick zu – und durch die One-in-One-out-Regelung auch auf europäischer Ebene. Bürokratieabbau ist daher ein wichtiges, auch für uns wirklich elementares Thema. Trotzdem scheint die Kritik der AfD doch ein bisschen dick aufgetragen zu sein. Den Informationspflichten kann man mit 2, höchstens 3 Vordrucken nachkommen. Diese stellt der Gesetzgeber übrigens im EG-BGB inklusive Ausfüllhilfen zur Verfügung. Wenn ein Handwerker dieses Gesetzeswerk nicht zur Hand hat, was ja jetzt keine Schande ist, dann kann er sich problemlos bei seiner Handwerkskammer vor Ort oder beim ZDH diese Vordrucke im Internet herunterladen. Worum geht es in der Sache? Es geht um den Verbraucherschutz bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Werkverträgen. Ein Verbraucher bestellt zum Beispiel einen Handwerker zu sich nach Hause, damit der Handwerker sich die Situation vor Ort ansehen kann und zur Besprechung gewünschter Leistungen. Wenn es dort zum Vertragsschluss kommt, hat der Verbraucher grundsätzlich ein Widerrufsrecht. Die Frist beträgt 14 Tage. Bei fehlender oder nicht ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung verlängert sich diese auf maximal 1 Jahr und 14 Tage. Hat der Handwerker nicht korrekt informiert und beginnt mit den Arbeiten, dann hat er nach allgemeinem Werkvertragsrecht tatsächlich keinen Anspruch auf Wertersatz, wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht. Der Verbraucher schuldet Wertersatz nur dann, wenn der Verbraucher vom Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass er vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Arbeit beginnt, wenn er dieses Verlangen auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat und wenn der Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht ordnungsgemäß informiert hat. Ich gebe zu, das klingt einigermaßen kompliziert, aber ich habe ehrlich gesagt, ja, es ist, wenn man sich damit befasst, ganz einfach. Aber für einen Freitagmorgen kurz nach 10 ist das in der Tat jetzt mal für ein solches Auditorium hier nicht ganz unkompliziert. Und da fragt man sich natürlich, wer sowas um diese Zeit auf die Tagesordnung setzt. Diese Regelung entspricht übrigens 1:1 der Richtlinie und ist Inhalt des Musterwiderrufsformulars. Keine oder falsche Belehrung führt dazu, dass es keinen Wertersatz gibt. Diese Rechtsfolge ist in der Tat ein scharfes Schwert. Was hat man sich dabei gedacht?
Ein Widerrufsrecht, das der Verbraucher nicht kennt, nützt ihm nämlich nichts. Widerrufsrecht und Belehrungspflicht sollen Anreiz zur ordnungsgemäßen Belehrung durch Vertragspartner geben. Und deshalb ist die von der Richtlinie vorgesehene Rechtsfolge so rigoros. Was ist also dem Handwerker zu raten? Er sollte Widerrufsbelehrungen zu Vorortterminen mitnehmen und sich vom Besteller die Übergabe schriftlich bestätigen lassen. Er sollte mit den Arbeiten möglicherweise erst nach Ablauf der Widerrufsfrist beginnen oder, wenn der Verbraucher sofortigen Beginn der Arbeiten wünscht, dann müssen die von mir eben dargestellten drei Voraussetzungen gegeben sein, damit er schlimmstenfalls Wertersatz erhält. Man kann sich in der Tat die Frage stellen, ob eine Regelung, die beim klassischen Verbrauchsgüterkauf sinnvoll ist, auch für alle Werkverträge passt. Wenn man an Fälle denkt, in denen ein Verbraucher den Handwerker ausdrücklich zu sich nach Hause bestellt hat, kann es tatsächlich unbillig sein, dass der Handwerker im Ergebnis kostenlos arbeitet, weil er fehlerhaft informiert hat. Allerdings haben sich die Handwerker seit 2010 mit dieser Regelung arrangiert. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, meine Damen und Herren, ist jedenfalls dadurch nicht gefährdet. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist möglicherweise wesentlich stärker gefährdet, wenn Sie mit Ihren ausländerfeindlichen Ausfällen auf Ihren Aschermittwochsveranstaltungen weiter sozusagen als da entsprechend für Unmut sorgen. Das ist ein viel größeres Problem für unsere Wirtschaft. Zu der Frage, was steht eigentlich, hören Sie doch mal einfach zu, regen Sie sich nicht mehr auf, was steht eigentlich nicht im Antrag? Und jetzt komme ich, Herr Müller, zu Ihren geliebten Steckdosen. Im Antrag wird als plastisches Beispiel auf die Installation einer zusätzlichen Steckdose abgestellt. Haben Sie ja nun häufig genug jetzt auch schon mündlich dargestellt. In über 95% aller Fälle werden Steckdosen aber entweder in Neubauten oder aber bei Generalsanierungen von Gebäuden verbaut. Für diese gilt aber das seit dem 1. Januar diesen Jahres geltende Bauvertragsrecht. Das ist tatsächlich erst seit wenigen Wochen sozusagen Gesetzeslage. Leider ist Ihr Steckdosenbeispiel, was Sie hier so prominent irgendwie immer nach vorne schieben, etwas, was auf einer veralteten Rechtslage fußt. Das wäre mir jetzt an Ihrer Stelle ein bisschen peinlich, aber ehrlich gesagt, kann ich ja hier noch mal ein bisschen für Aufhellung sorgen. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers gemäß 312 BGB, was Sie hier kritisieren, und die daraus resultierenden Informationspflichten des Werkunternehmers gelten nämlich bei Verbraucherbauverträgen gerade nicht. Die Steckdose können Sie als Verbraucher schlimmstenfalls über eine einseitige Anordnung sich legen lassen, ohne dass der Handwerker in irgendeiner Form etwas belehren müsste. Für den gesamten Verbraucherbauvertrag, der das ganze Bauvorhaben betrifft und nicht nur eine einzelne Steckdose, gilt ein spezielles Widerrufsrecht. Bei diesem speziellen Widerrufsrecht gelten andere Rechtsfolgen als bei den von Ihnen zitierten. Für das Verbraucherbauvertragsrecht haben wir nämlich aus der Verbraucherrecht-Richtlinie gelernt und richtlinienkonform geregelt, dass der Unternehmer, anders als im sonstigen Werkvertragsrecht, Anspruch auf Wertersatz hat, wenn der Besteller das Widerrufsrecht wahrnimmt. Verbraucher schuldet Wertersatz grundsätzlich in Höhe der vereinbarten Vergütung. Das ist gut für den Unternehmer, damit ist der Handwerker aus dem Schneider. Fazit und letzter Satz. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes sagt, dass das Baugewerbe keine großen Auswirkungen von Widerrufsrechten erwartet. Der ZDH sieht das übrigens ganz genauso. In der Praxis ist demnach das Widerrufsrecht bei Bauverträgen und damit auch bei Ihren Steckdosen jedenfalls kein generelles Problem, weswegen ich Ihnen auch keine große Hoffnung darauf machen kann, dass wir Ihrem Antrag irgendwann mal zustimmen werden. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin.